10 Uhr, ich würde sagen, wir beginnen pünktlich. Mal gucken, wer noch nachkommt. Also, hallo, mein Name ist Sebastian Nitschke, Leiter Support und Service und ich begleite euch heute durch den Hotseat zum Thema Vertriebssteuerung. Wir hatten ja am Mittwoch das Webinar mit dem Christian zu dem Thema Vertriebssteuerung. Dementsprechend machen wir heute den Hotseat, also das heißt eine Stunde Live-Support mit euren Fragen zur MSU-Software. Schwerpunkt ist halt das Thema Vertriebssteuerung. Wenn wir dazu keine anderen Fragen haben, könnt ihr mir ansonsten auch gerne jede mögliche andere Frage stellen und wir versuchen, die dann entsprechend zu klären. So, das heißt, die Agenda habe ich jetzt ganz vergessen. Also wir beginnen direkt mit euren Live-Fragen. Schreibt einfach eure Fragen direkt in den Chat, die ihr habt. Punkte, die ich euch zeigen, erklären soll. Einfach mal losschießen. Der Chat ist noch recht blank. Wenn ihr keine Fragen habt, sondern wartet, dass die anderen Fragen stellen, gebt mir auch vielleicht mal kurz die Info rein, damit ich einfach mal weiß, ihr habt keine Fragen, weil ja, wenn keine Fragen kommen, müssen wir hier auch keine Zeit absitzen. Dann würden wir nämlich auch entsprechend natürlich früher den Hotseat beenden. Ja, ist ja für euch und ja. Okay, der Harry schreibt, wir haben keine Fragen, wollten nur teilnehmen und gucken. Also das hatten wir gestern schon telefonisch besprochen, dass der Harry selber keine Fragen hat, sondern gucken will, ob die anderen irgendwelche Fragen haben, die er eventuell noch nicht greifen konnte, aber die ihn dann auch interessieren. So, der Andreas schreibt genau das Gleiche. So, aber der Ulrich hat eine Frage. Wie kann ich von meinem alten System auf meinem neuen Mac umrüsten? Was ist zu beachten? Ja, kein Problem. Wenn keine anderen Fragen sind, gucken wir uns auch das an. Also, ihr seht jetzt mein Mac. So, die MSU-Software liegt ja normalerweise im Ordner Programme. Und eure Daten werden ja in einer sogenannten Datendatei verwaltet. Diese Datendatei findet ihr im Ordner Dokumente MSU Berlin. Beziehungsweise habt ihr nicht nur in diesem MSU Berlin Ordner gibt standardmäßig den Backup Ordner, die Datendateien und eventuell habt ihr auch dort eure Dokumentenablage noch hinterlegt. Das heißt im Idealfall kopiert ihr diesen Ordner MSU Berlin auf den anderen Mac rüber, ebenfalls dort in den Ordner Dokumente. Und dann könnt ihr die Software starten. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das jetzt mal mit Trick 17 simuliert bekomme. Nein, kein Backup. So, das müsst ihr jetzt nicht machen, das muss ich jetzt bloß mal simulieren. So, das heißt, ihr habt den Ordner MSU Berlin auf den neuen Rechner rüberkopiert. Ob das ein Windows oder ein Mac ist, der neue Rechner, ist dabei völlig egal. Es gibt auf beiden Systemen den Dokumentenordner, da sind beide Systeme arbeiten da einheitlich, dass das in Dokumente abgelegt werden soll und muss. Und danach richten wir uns auch, so sind die Vorgaben der Betriebssystemhersteller. Und dann habt ihr halt diesen Ordner in Dokumente abgelegt. Ihr startet dann auf dem neuen Rechner das erste Mal das Programm und es erscheint dieser Herzlich-Willkommen-Dialog.
Im Idealfall erkennt das Programm sofort, dass es bereits eine Datendatei gibt und schlägt diese zum Weiterbenutzen vor. Wenn das nicht der Fall sein sollte, geht ihr auf die Option Mandant wechseln, Datei auswählen und dann könnt ihr diese Datei, bei mir sind hier mehrere Testdateien, dann könnt ihr eure Datei hier markieren und öffnen. Kurzer Hinweis. Und das Programm öffnet jetzt mit dieser Datei, die wir rüber kopiert haben. Und schon seid ihr dann wieder in dem Programm drin. Ja, das wäre jetzt, wie kann ich die Daten auf einem anderen Rechner übernehmen? Dazu haben wir auch, ich gehe mal kurz, msu.de. Dann haben wir hier oben unter Service unsere FAQs. Und in den FAQs gibt es hier einen Punkt Installation. Und hier gibt es, wo werden meine Daten gespeichert? Hier, was muss ich bei einem Rechnerwechsel beachten? Und dann je nachdem, ob ihr eine Einzelplatzversion habt oder ob ihr ein Serversystem benutzt, gibt es zwei entsprechende FAQs, die das Ganze nochmal Schritt für Schritt erklären, was ich gerade gezeigt habe. So, mein aktuelles Programm ist aus 2021, schreibt der Ulrich. Ja, das ist völlig egal. Diese Technik funktioniert seit der Version 2014, beziehungsweise sie funktioniert auch schon davor, dass man halt die Daten rüberkopieren muss, aber erst seit der Version 2014 gibt es diese Vorgabe der Betriebssysteme, dass Daten unter Dokumente liegen müssen. Also das heißt, das Prinzip funktioniert immer gleich. Wäre das soweit erstmal okay? Was ist mit dem Programmschlüssel? Also du meinst die Lizenz. Dokumente, Datendateien. So, eure Datendatei, wir beschränken uns jetzt mal auf diese drei hier. Eure Datendatei besteht aus diesen drei Dateitypen. Das ist 4DD, das ist die Hauptdatei, die Index und die Match. So, in dieser Datei werden alle Daten, die ihr eingibt, gespeichert. Das heißt, eure Kunden, eure Buchungen, Rechnungen, eure Drucklayouts, das wird alles dort gespeichert. Und natürlich auch die Lizenz. Ne? Also das ist nicht nur wichtig, die Datendatei zu übernehmen, damit man seine Daten weiter nutzen kann, sondern das Programm guckt in die Datei rein, liest den Lizenzschlüssel aus und lässt euch dann rein. Das heißt, wenn du eine Version 2021 noch hast, dann musst du natürlich auf dem neuen Rechner auch eine Version 2021 installieren. Würdest du dort eine Version 2022 installieren, würde diese natürlich sagen, Lizenz ist nicht ausreichend. So. Genau, dann ist eigentlich der Punkt, worauf du noch achten musst, dass du halt die richtige Programmversion installierst. So. Noch eine Frage dazu, oder? Und danach kann ich die aktuelle Version updaten. Du kannst auch gerne das Update bestellen, die Daten auf den neuen Rechner übertragen und dort natürlich dann, wenn du das Update schon gekauft hast und von uns die Lizenzumstellung bestätigt bekommen hast, kannst du natürlich auch gleich die aktuelle 2022 installieren. Du kannst das in einem Rutsch verbinden. Du musst nicht erst eine alte Version installieren und dann das Update machen. So, du bist Silberkunde, das heißt, ja, Daten rüberkopieren und direkt die aktuelle Version installieren und weiter geht das. Ne? Als Silberkunde erkennt ja das Programm anhand deiner Lizenz, dass du die Updates kostenfrei nutzen kannst und dann geht es einfach direkt weiter. So, das wäre jetzt mal dazu.
Okay, ich nehme mal an, damit haben wir alle Fragen durch. Weil Daten übertragen, Lizenz ist in der Datei, auf die Version achten, wenn man eine Partnerschaft oder Wartungsvertrag hat, dann einfach kann man einfach entsprechend wechseln. So, jetzt hatte der Andreas noch eine Frage zwischendurch gehabt. Eventuell was zu den Neuheiten der Version 2022.04. Betrifft das jetzt auch deine Frage, Ulrich, oder geht es jetzt direkt einfach nur um das Thema Vertriebssteuerung? Okay, du hast das komplette Webinar nicht gesehen. Ja, also es wird jetzt schwierig. Ich kriege jetzt nicht das komplette Webinar jetzt so runtergerissen, wie es der Christian präsentiert hat. Ich nehme an, du warst angemeldet, sonst wärst du jetzt nicht im Hot Seat. Das heißt, ihr bekommt alle noch den Videolink, dass ihr euch die Aufzeichnung nochmal in Gänze angucken könnt. Und dann auch nochmal Schritt für Schritt in dem Video euch die Punkte anschauen könnt. Wir haben ja da auch entsprechende Live-Demos mit drin. Also wir haben dann direkt vorgemacht, wie man zum Beispiel ein Lead erfasst. Also wir erklären ja nicht bloß, was sind Leads, warum brauche ich Leads, sondern wir zeigen ja dann auch, wie ihr mit denen arbeiten könnt. Das gucken wir gleich nochmal rein. Und dann könnt ihr auch anhand des Videos das Ganze mitspielen. Kann man ja beim Video immer prima Pause, Play machen. Klappt ganz gut. Wir gehen mal die Neuerungen durch, weil die betreffen ja auch die Vertriebssteuerung und der Andreas hatte gefragt. Also, abgesehen davon, dass das Programm jetzt auf der 4D-Datenbank V19 läuft und somit macOS 12 unterstützt wird und auch die Elster-Schnittstelle gab es auch mal ein Update, dass macOS 12 unterstützt wird. Also wir haben jetzt die komplette macOS 12-Unterstützung drin und das Programm auch dafür freigegeben. Ne? Das ist so, das war der Kernpunkt, die Hauptaufgabe, das große Umstellen und Testen. Das ist immer, das frisst immens viel Zeit. Und ansonsten gibt es natürlich neue Features im Programm. Diese betreffen das Magical Interface. So, ein großer Punkt ist dann halt die Leads. So, wir haben ja zum Thema Vertriebssteuerung, die Leads sind ja die Kontakte. So, bevor ich ein Angebot mache oder ein Kunde kommt zu mir, gibt mir direkt einen Auftrag, weil er bestellt über die Homepage oder so. Das ist in erster Linie ein Kontakt, den ich habe. So, Kontakte gilt es zu pflegen, egal was daraus gleich passieren wird. Weil über diese Kontakte verwalte ich nicht nur, wer kam zu mir, sondern ich kann auch zum Beispiel die Herkunft erfassen, auf welchem Weg kam der zu mir. Und warum hat er sich an mich gewandt? So, und dann habe ich ein gewisses Umsatzpotenzial, eine Chance daraus auch einen Auftrag zu generieren. Und aus Potenzial und Chance ergibt sich dann der Wert des Leads. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier ein Lead anlegen. So, ja, der will einen Tisch. So. So, dann habe ich eine Herkunft, Online-Werbung. Dann habe ich einen Grund, warum er zu mir kommt. So, ich habe ein gewisses Potenzial, Umsatzpotenzial, was sich aus der Anfrage oder aus dem Kontakt erstmal ergibt. Ich kann eventuell einschätzen, mit welcher Chance ich auch einen Auftrag generieren kann. Und somit hat dieses Lead einen Wert von 750 Euro. So, warum gibt es hier so einen Wert 750 Euro? Ganz einfach. Wenn ich ein Umsatzpotenzial über 10.000 Euro habe, aber ich habe nur eine 10%ige Chance, das Lead zu generieren, dann hat das Ding einen Wert von 1.000 Euro. So, jetzt habe ich aber einen anderen
Lead mit einem Potenzial von 5.000 Euro und einer Chance von 75%. Das heißt, dieses Lead hat einen Wert von 3.750 Euro. So, um welches Lead kümmere ich mich? Um welchen Kontakt kümmere ich mich zuerst? An der Stelle darf ich nicht einfach sagen, oh, 10.000 Euro sind möglich. Bei 10% Chance, den ich dem Ding gebe, macht es nicht viel Sinn, ewig viel Zeit reinzustecken und dafür dieses Lead wegzuschmeißen, was zwar nur 5.000 bringen könnte, aber immerhin eine viel höhere Chance hat, auch Umsatz zu generieren. Ne? Weil mein Ziel ist es ja, Umsatz zu generieren und nicht eventuell den höchstmöglichen Umsatz, der dann doch nichts wird. So, das ist Punkt 1, den man haben muss. Also das Lead ist erstmal der Punkt, die Erwartung, die ich an den Kontakt habe. So, dabei ist es auch wichtig, Herkunft und Grund zu erfassen, ne, weil Herkunft hilft mir dann später mal zu schauen, auf welchem Weg kommen denn die Leute zu mir, auf welchem Weg erhalte ich Kontakte. So, und wenn ich sehe, dass 90% meiner Kontakte über Online-Werbung kommen, dann ist das ein Punkt, wo ich überlege, was mache ich mit meinem Marketing. Ich kann dann aufhören, endlos Geld in Printwerbung, in Zeitung zu investieren. Das ist viel besser aufgehoben, wenn ich das Geld dann in Online-Werbung stecke, in Google AdWords oder was auch immer, wo man an Anzeigen schalten kann. Ne? So, das ist der eine Punkt. Der zweite Grund, warum kommen die zu mir? So, das ist dann zum Beispiel ein Punkt, den man nehmen kann, um die Werbung entsprechend zu formulieren, um die Leute darauf anzusprechen. So. Das ist erstmal also das, was vorneweg passiert. So, das heißt, ich habe jetzt hier so einen Kontakt, habe hier meine diversen Infos. Ihr habt hier auch Textbausteine in den Leads. Das heißt, ihr könnt euch hier Textbausteine anlegen. Ne? Das können denn zum Beispiel vorgegebene Fragen sein, damit alle Mitarbeiter im Unternehmen die gleichen Fragen stellen. Das sorgt für konsistentes Verhalten. Ne? Alle arbeiten einheitlich und es sorgt dafür, damit auch immer die benötigten Informationen vorliegen. Ne? Weil wenn jeder irgendwelche Fragen stellt, dann stellt jeder die Frage, die ihm gerade einfällt, aber eventuell nicht die, die gerade wirklich benötigt wird. So, deswegen ist es sinnvoll, an der Stelle mit Textbausteinen zu arbeiten. Dann kann man sich nämlich so einen Textbaustein hier einfach laden, hat dann hier die Fragen drin, kann die mit dem Kunden oder mit dem Interessenten durchgehen, die Antworten dazu schreiben und hat schon mal den Kontakt verifiziert und qualifiziert. So, das ist das eine. Erstmal den Kontakt erfassen. Das zweite ist, es gibt ja dann immer etwas zu tun zu einem Kontakt. Ne? Unter den Aktivitäten könnt ihr dann die ganzen To-Dos festhalten. Das eine sind die Chroniken, also die Berichte, Gesprächsnotizen oder ihr habt denen nochmal eine E-Mail zugeschickt mit ein paar Infos, dann kopiert man einfach den E-Mail-Text da rein, damit jeder andere weiß, was ist bisher hier an Kommunikation gelaufen, an welchem Stand steht dieser Kontakt. Das nächste sind dann Termine, ne, wenn ihr euch einen Termin legt für Folgegespräche, sowas terminiert man immer, ne, weil es ist ja nicht so, dass ihr aus dem Kontakt sofort einen Auftrag gewinnt, ne, sondern eventuell gibt es erstmal Folgegespräche und die legt man immer auf Termin. Ne. Da muss man einen Termin haben und nicht sagen, ja, wir sprechen dann bald nochmal. So, ein bald nochmal ist irgendwann und wird vergessen und macht keiner. So, dann ist der Kontakt in den meisten aller Fällen verloren, deswegen immer terminieren. So, den Termin hier gleich eintragen, geht da nicht unter. So. So, das ist dann mein Termin zum Lead. Trage ich jetzt einfach mal fix ein. Wupp. Termin sichern. So, dann eine Aufgabe, eventuell, So. Ich kann ja auch sagen, Firmen, also nee, Präsentation zu senden. So, Firmenpräsi. Ne, gibt es ja auch viele, die so eine kleine Präsentation, so ein Keynote oder PDFs zur Darstellung der Firma haben. Wer sind wir, was machen wir? Und Produktinfos, Tisch. So,
dann kann ich gleich mal eine Aufgabe legen, die kann ich mir selber legen. Ich kann aber auch sagen, lieber Kollege, kümmere dich mal bitte drum. Hier bis dahin ist die Aufgabe fällig. Die ist sehr, sehr wichtig. So, und schon hat der Kollege eine Aufgabe, dass der die entsprechenden Informationen zur Firmendarstellung und zu Produktinfos zusendet, ne, die dann halt der Kunde schon haben soll, bevor der Termin stattfindet. So, somit haben wir auch direkt mal die To-Dos erfasst. Wupp. So, ohne dass irgendwie schon ein Angebot anfällt oder so, weil an dem Punkt sind wir eventuell noch gar nicht. So, wir haben jetzt erstmal nur das Lead erfasst. Das Lead erfasst, das hat einen Wert, wir haben die To-Dos festgehalten. Wenn ich jetzt mal hier in die Zentrale gucke, da sehe ich meinen Termin, ne? So dass ich den auch nicht vergesse. Und wenn wir uns jetzt mal als Max Mustermann anmelden, dann sehen wir, der hat auch die Aufgabe, sieht er auch in seiner Zentrale. Das heißt, alle wesentlichen Schritte, um den Kontakt weiter zu pflegen, sind festgehalten. So, den Termin, da kommen wir gleich zur nächsten Neuerung. Ich habe den Termin gehabt, habe mit dem gesprochen. Dann kann ich auch gleich sagen, der Termin ist für mich erledigt. Termin sichern, zack, ist der auch aus der Zentrale raus. Das heißt, an der Stelle räumen wir jetzt die Zentrale auch auf, so dass ihr immer den Überblick habt, was ist wirklich noch anstehend, was ist nicht erledigt. So, so der Andreas schreibt jetzt auch dazu, dass wenn ich einen Lead anlege und einem Kunden zuordne, dass dieser Kunde im System vorhanden sein muss. Richtig, wir haben hier noch keine Möglichkeit, Kunden zu erfassen oder neue Firmen, neue Interessenten anzulegen. Deswegen können wir auch einen zweiten Weg gehen. Wir können ja auch sagen, okay, ich habe jetzt hier einen neuen Interessenten, zack. So, das ist jetzt mein Interessent. Die Firmeneingabe sparen wir uns. Und ihr könnt auch hier unter Verkauf direkt das Lead erfassen. Zack, kann ich direkt das Lead anlegen. So, ihr seht, das ist jetzt alles wie eben mit den Chroniken, mit den Terminen, mit den Aufgaben. Ne, und könnt auch hier direkt ein Lead anlegen. Ne, und müsst dann auch nicht hin und her wechseln. So. Ja, das wären jetzt mal die Leads und dann haben wir auch schon gesehen zu den Terminen, also wir können zum einen die Termine auf erledigt setzen und eine andere Neuerung ist, zu einem Termin gibt es ja einmal den Kunden oder Interessenten, Mitarbeiter einladen, hatten wir bisher auch schon, ich kann jetzt hier einen freien Mitarbeiter nehmen und kann ihn jetzt noch mit einladen, der noch mit teilnehmen soll an den Termin. So, und jetzt ein weiterer neuer Punkt an den Terminen ist, ich kann auch weitere Firmen erfassen. So, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich brauche noch, ich brauche jetzt noch das Möbelhaus, weil Hersteller für individuelles Design, weil der Kunde möchte auch individuelles Design besprechen, dann kann ich ja gleich eine Telefonkonferenz planen und kann festhalten, welche Kunden oder welche anderen Firmen müssen noch an diesem Termin teilnehmen. Das könnten aber auch Veranstaltungen sein, ne? Dass ich eine Veranstaltung habe und die Teilnehmer, die sich angemeldet haben, trage ich im Termin mit ein, weil dann habe ich zum einen im Termin die Übersicht, welche Firmen nehmen teil und das andere ist, ich sehe natürlich logischerweise umgekehrt auch, hier das Möbelhaus hat einen Termin zum Kunden Haufe Dieter. So, bei Bedarf kann ich hier auch direkt in den Termin reinspringen, sehe, das ist ein Termin zu hier. Okay, und der ist ja wegen dem individuellen Design dabei. Und dann hat man auch immer wieder umgekehrt den ganzen Rück- und Hin- und Herschritt, die Informationen im Zugriff. So, richtig, Andreas, du musst den Interessenten nicht gleich komplett mit allen Daten erfassen. Es reicht erstmal aus, eine Kurzform einzugeben,
die Person zu erfassen. Also die beiden Sachen würde ich schon machen. Kurzform Person, ganz wichtig. Ne? Weil du ja dann auch das Lied dieser Person zuordnest. Weil du musst ja mal wissen, mit welchen Personen habe ich zu tun. Wir hatten das ja am Mittwoch gezeigt im Webinar. Da hatte unsere Beispielfirma 2 Mitarbeiter. So, das Lied hat sich die Frau Dora Dingens, Namen vergessen, hat sich die Dora gemeldet, hat eine Anfrage gestellt. Die hat das Lied eröffnet. So, hat ein Angebot bekommen. Zu dem Angebot gab es dann eine Angebotsvariante, was aber von dem Chef, auch den Namen vergessen, gemacht wurde. Ne? Deswegen ist es immer wichtig, die Personen zu erfassen, weil dann sehen wir nämlich, Lied wurde eröffnet von Dora, Angebot ging an Dora, dann kam eine Angebotsvariante, ging aber an den Chef, weil der eine Änderung haben wollte. Ne? Und somit ist immer festgehalten, mit wem habe ich welchen Kontakt. Das gehört alles mit. Einmal für die Klarheit, wer hat mit wem was besprochen. Zum anderen ist das natürlich auch für die Vertriebssteuerung wichtig, damit ihr wisst, wer hat sich wann wo gemeldet und wer hat wann was bekommen. Das gehört genauso zur Vertriebssteuerung dazu. Gerade bei den Angeboten muss Klarheit herrschen. Ne? Weil das hatten wir in der Vergangenheit bei uns auch schon, dass sich eine Mitarbeiterin meldete, die hat ein Angebot bekommen. Zwischenzeitlich hat auch bei uns das tatsächlich so passiert. Der Chef hat ein anderes Angebot bekommen, weil er wollte nochmal ein anderes Angebot haben, hat das aber seiner Mitarbeiterin nicht erzählt. Und die wendet sich an uns und hat nochmal Fragen und meinte, ich hätte gerne nochmal ein anderes Angebot. Und ja, hat der Chef schon bekommen, aber er hat sich direkt bei uns gemeldet, nachdem sie ihm das Angebot vorgelegt hat. Wusste sie nicht. Okay, jetzt weiß sie es und kann sich direkt mit dem Chef abstimmen und wir müssen nicht nochmal ein Angebot schreiben. Das gleiche nochmal. Das sind so Sachen, das gehört alles mit dazu. Das ist zum einen, war das dann an der Stelle wichtig, konsistentes Handeln, dass wir komplett sagen können, egal welcher Mitarbeiter da in dem Moment am Telefon war, wir konnten sagen, du hast ein Angebot A bekommen, dein Chef hat ein Angebot B bekommen, von dem du aber nichts weißt, das ist eure Kommunikation. Ne? Aber da war sofort die Sicherheit auch für den Kunden da, dass wir wissen, was wir tun oder getan haben. Ne? Gehört ja alles mit in dieser Schiene rein. So. Jetzt lass mich kurz überlegen. Wir hatten die Leads mit den Aktivitäten, wir haben die Termine mit den Dings. So, und jetzt, ja, mach mal. So, und jetzt, jetzt verließen sie ihn. Ich gehe mal auf die News-Seite. Wir haben ja auch eine News zur Version 2022.04. So, hier stehen auch nochmal alle möglichen Neuerungen drauf. Ach ja, Position duplizieren, Sprache erfassen, Einheiten, naja. So, hier stehen ja auch nochmal die Neuerungen drauf und es gibt auch hier unten, gibt es das auch nochmal als Video, ein Video zu 03 und ein Video zu 04, wo wir die Neuerungen, also in Person ich, die Neuerungen einmal demonstrieren. So, die weiteren Punkte betreffen alle die Faktura. Also Angebote, Aufträge, Rechnung, Lieferscheine. Beim Schreiben von Angeboten kommt es ja immer wieder mal gerne vor, dass man eine Position mehrfach braucht. So, und anstatt jetzt die Position nochmal und nochmal einzugeben, habt ihr die Möglichkeit, einfach eine Position zu nehmen und könnt über das Menü Position duplizieren oder Command-D auf dem Mac einfach eine Kopie von dieser Position machen und habt dann die nochmal drin. Das ist das eine. Das zweite ist, das Programm unterstützt ja in den Artikeln bis zu 4 Sprachen, ne, je nach Lizenzstufe. Und wenn ihr diese Bezeichnung und Beschreibung, Moment, wir gehen dazu mal erstmal ins Lager, Artikel. So, wir nehmen mal, wir haben einen Computer. So, Computer, Bezeichnung, Computer, Deutsch, Beschreibung, Deutsch. Dann kann ich sagen, ich brauche mal eine Sprache 2. In den Programmeinstellungen könnt ihr auch sagen, dass das nicht Sprache 2 heißen soll, sondern dass da steht Deutsch, Englisch, Französisch, was immer ihr für Sprachen habt. So, jetzt mache ich mal Bezeichnung Sprache 2, Beschreibung Sprache 2. Zack. Jetzt gehen wir zurück ins Angebot. So, neue Position. Packen wir den Computer rein, standardmäßig in der ersten Sprache. Und jetzt kann ich sagen, ich brauche aber Sprache 2. Und dann werden die Texte entsprechend geladen. So, also jetzt könnt ihr auch mit der Mehrsprachigkeit arbeiten, so wie es im Classic Interface der Fall ist.
Und der dritte und letzte Punkt zur Faktura ist dann hier unten die Einheit. Die wird ja standardmäßig aus dem Artikel geladen. Wenn ihr die vergessen habt, im Artikel einzugeben, dann schreibt ihr die jetzt einfach mit rein. Ja, ist eine relative Kleinigkeit, aber war halt angefragt, war den Leuten wichtig, weil das immer wieder vorkommt, dass man keine Einheit im Artikel hinterlegt hat, sondern dass er es hier reinschreiben möchte oder man vergisst es. Ja. So, das wären jetzt mal die auf die ganz schnelle die Neuerungen der 2022-04. So, war jetzt ein bisschen schnell. Wie gesagt, das gibt das Video. Da ist das ein bisschen langsamer. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe anschauen. Ja. So, der Ulrich fragte jetzt zu den Terminen dazu. Kann man Termine mit dem iPhone Terminkalender austauschen? Nein. Wir hatten mal eine Kalendersynchronisation drin. Das Problem ist, dass Apple, also mit dem Apple-Kalender, weil ja ursprünglich Programme aus dem Mac, aus der Mac-Welt stammen, Problem 1 ist, Apple verändert gerne mal mit Updates die Schnittstelle zum Kalender. Es ist aber nicht so, dass man als Entwickler irgendeine Info dazu kriegt, sondern man muss zufällig drauf stoßen oder mit jedem Update gucken, ob das noch geht. Dann muss man gucken, was wurde geändert, muss das selber rausfinden und muss das anpassen und so weiter und so fort. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir arbeiten auf Mac und auf Windows. Seit einigen Jahren, auf Mac gibt es keinen Apple-Kalender, auf Windows gibt es keinen Apple-Kalender. Da gibt es zig mögliche Kalender, nicht jeder bietet auch Schnittstellen für ein Programm. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die auf beiden Welten funktioniert, ne? Wenn die Leute mit gemischten Netzwerken arbeiten, was ja immer mehr der Fall ist, brauchen wir eine entsprechende Lösung, die auf beiden Welten funktioniert. Und die auch sicher funktioniert, ohne dass mit jedem Update die Gefahr besteht, dass da irgendwas quergeschossen wird. So. Der wichtigste Punkt an der Stelle, neben dem genannten, ist aber, dass das mobile Arbeiten immer mehr in den Fokus rückt. Die Leute wollen von überall arbeiten. So, und wenn ich jetzt lese, Termine mit dem Kalender synchronisieren, dann geht es darum, dass ich den Kalender von meinem Mac mit meinem iPhone synchronisiere und die Termine sehen will. So aus den genannten Gründen ist der Aufwand einfach zu hoch, das irgendwie jedes Mal reinzubasteln, zu gucken und so weiter. Die Zukunft sind ja Apps und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir bereits ein Beta-Programm für die Erfassung der Arbeitszeiten gestartet mit unserer entsprechenden App. Und ja, das sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Und wir werden natürlich weitere Apps nachlegen, dass man unterwegs auf dem Handy in der App seine Aufgaben sehen kann, Aufgaben legen kann. Wenn man zum Beispiel von einem Termin kommt, kann man sich gleich eine Aufgabe legen. Man kann, es soll dann auch eine App für die Termine geben, dass ihr die Termine dann entsprechend einsehen könnt. Dann müsst ihr auch nichts hin und her synchronisieren, sondern ihr habt dann alles im System. Warum? Warum im MSU-System bleiben mit dem Kalender? Relativ einfach. Es geht um Datenhoheit und Datensicherheit. So, wir als MSU Berlin haben das Prinzip, meine Daten gehören mir. Wir haben keine Daten bei uns irgendwo auf dem Server liegen. Ihr habt die alle bei euch auf dem Rechner. Wenn ihr eine Cloud-Lösung bei uns habt, ist das nicht so, dass wir hier eine Massencloud haben. Wir haben keine Massencloud wie andere Anbieter, wo ihr dann das kleine Licht im Wind seid und der Massenanbieter behält die Datenhoheit, der kann euch rausschmeißen, wie er will, der kann das Unternehmen verkaufen mit all den Daten, die drin sind. Ne? Es sind nicht wirklich eure Daten. So, wir haben eine Private Cloud, das heißt, jeder kriegt seine eigene Cloud, in der seine Software und seine Daten liegen. Das heißt, ihr habt weiterhin eure Daten, eure Hoheit. Das Ganze auch bei einem entsprechend deutschen Rechenzentrum hier um die Ecke von Berlin, was dann auch der entsprechenden DSGVO-konform wird und so weiter und so fort. Und nicht irgendwie, ich packe meine Daten bei Google rein, bei Apple rein, vielleicht noch Facebook, was weiß ich, wo ihr eure Daten hinlegt. Ja, euch muss immer bewusst sein, die Daten gehören euch dann nicht mehr wirklich. Ne? Selbst wenn ein Unternehmen Server in Deutschland hat, es aber ein amerikanisches Unternehmen ist, unterliegen die nicht den gleichen DSGVO-Regeln wie das Rechenzentrum, mit dem wir zusammenarbeiten, sondern die können nach Belieben die Daten auf ihre amerikanischen Server transferieren und dort
alles Mögliche mit anstellen, euch ausleuchten, euch was auch immer. So, deswegen ist es immer besser, die Sachen in der MSU-Software zu lassen. Da sind sie von euch, für euch. Auch wir haben keinen Zugriff auf diese Daten. Ne? Und ihr habt alle Daten zentral an einer Stelle und verteilt die nicht überall in verschiedene Systeme rein. Ne? Weil wichtig ist, gerade wenn man mit mehreren Mitarbeitern arbeitet, wichtig ist, dass alle ein einheitliches System nutzen, an dem sich alle orientieren können. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, das gefällt mir nicht. Aber es bringt nichts, wenn ihr 5 Mitarbeiter habt und jeder Mitarbeiter organisiert sich mit einer anderen Softwarelösung, zum Beispiel für Aufgabenverwaltung oder für Termine, weil dann habt ihr in 5 Lösungen 5 unterschiedliche Varianten, das zu bearbeiten. Ihr kommt nicht klar, wer hat was wo, der Mitarbeiter ist nicht da, ihr kommt nicht ran, weil ihr das System nicht kennt, das er benutzt. Das bringt alles nichts. Deswegen ist es wichtig, alles in dem gleichen System zu benutzen, einheitlich zu arbeiten und zentral zu verwalten. So, das ist so der ganz große, wichtige Punkt, den man immer dabei beachten muss. So, ja, also die Zukunft sind an der Stelle wirklich dann halt die Apps. Ja, so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das ja, muss man halt alles mit berücksichtigen. Soweit Fragen zu den Neuerungen der 2204. Gut, kommt erstmal nichts. Dann würde ich jetzt erstmal noch die andere Frage von dem Ulrich aufgreifen, was mit dem Flickr-Code bei den Sparkassen ist. okay, da geht es um Online-Banking mit dem TAN-Generator. Ne, das ist dieses kleine Gerät, wo ihr die EC-Karte reinsteckt und das Gerät macht euch eine TAN. Ihr könnt das eventuell am Bildschirm halten für den Flickr-Code zum Einlesen. Oder ihr benutzt die manuelle Eingabe, wo euch dann das Programm anzeigt, was ihr in dem Gerät eingeben müsst und dann wird eine TAN generiert. Das ist so dieses Chip-TAN oder Smart-TAN-Verfahren, jede Bank nennt das ja anders. Auf alle Fälle mit dem TAN-Generator. Wichtig ist, wenn ihr mit dem TAN-Generator arbeitet, werden immer der Flickr-Code und die manuelle Eingabe unterstützt. Das hat einfach den Hintergrund, dass Epileptiker mit dem Flickr-Code nicht arbeiten können. Ne? Das ist für die einfach ein Problem. Das führt zu epileptischen Anfällen unter Umständen, nicht gerade ungefährlich. Deswegen müssen die immer dann auf diese sogenannte manuelle Chip-TAN umstellen und die Sachen in dem Gerät eingeben. So, wir hatten diesen Flickr-Code schon einige Male im internen Test drin, aber sind da nie zu einer 100%igen Lösung gekommen, weil es immer irgendwelche Probleme mit dem Darstellen oder mit dem Einlesen des Codes gab. Das weiß ich nicht mehr genau. Ja, ich habe es auch schon mal gesehen, aber das führte immer dazu, dass dieser Flickr-Code dann nicht gelesen werden konnte und wir konnten nicht 100%ig verifizieren, ob das jetzt an dem Gerät lag oder an der Darstellung des Flickr-Codes. Ne? Der Flickr-Code sah für uns okay aus, weil er flickerte rum, so wie er flickern soll. Aber vielleicht flickerte er falsch, weil das Problem ist, es gibt im Online-Banking eine allgemeine Online-Banking-Spezifikation. So, die kann man programmieren, die funktioniert dann anschließend mit gar keiner Bank, weil jede Bank macht seine eigene Soße. Sei es bei Überweisungen, bei Lastschriften, bei Kontostandsabfrage, bei Umsätzen, Abfragen. Jede Bank macht seine eigene Soße. Für fast jede Bank muss man dann nochmal irgendwas Individuelles abändern, damit dann halt die Kommunikation erfolgreich ist. So, und ja, das ist so der Punkt, warum der Flickr-Code einfach nicht verfügbar ist. Ja, aber ihr könnt ja im Online-Banking, wie gesagt, auf das manuelle Verfahren umstellen und dann auch mit dem TAN-Generator arbeiten. So, Ulrich hat nochmal die Hand erhoben, sehe ich. Ja, dann frag.
Ist aber sehr umständlich. Ja, ist ja von der Bequemlichkeit ist schön anders, ist uns völlig bewusst. Ne? Aber wenn es technisch nicht geht, geht es nicht, weil wir brauchen keinen Flickr-Code einbinden, den ihr hinterher nicht benutzen könnt. Was du aber machen kannst, was wir selber bei uns, wir sind zwar bei der Deutschen Bank, aber was wir mit der Deutschen Bank erfolgreich nutzen, ist das Fototan-Verfahren. Soweit ich weiß, bieten die Sparkassen das auch an. Eventuell darauf wechseln. Dann brauchst du auch keinen TAN-Generator mehr, sondern dann kannst du mit dem Handy, brauchst auch nicht nur die EC-Karte nehmen, dann kannst du einfach mit dem Handy diese Fotoanzeige da scannen und die hast dann die TAN direkt auch. Wäre vielleicht noch eine Option. Geht leider nur bei der Volksbank. Bietet die Sparkasse keinen Fototan an? Okay, hätte ich jetzt gedacht. Das ist natürlich blöd. Gut. Habt ihr sonst noch Fragen? Der Andreas hat geschrieben, alle Fragen beantwortet. Gut. So. Kommt jetzt erstmal nichts mehr rein. Ansonsten vielleicht nochmal ein Handzeichen oder kurz ein Warte in den Chat schreiben, dass ich kurz warte, wenn ihr da vielleicht noch was formulieren wollt. Okay, gut. Ich glaube, wir können dann weitergehen. Ausblick, coming next. Bevor wir uns das anschauen, gebt doch einmal bitte kurz Feedback, wie ihr das der oder den heutigen Hotseat für euch bewertet. Es geht darum, ob euch dieser Hotseat weitergeholfen hat, ob er euch was gebracht hat. Ne? Es geht nicht um uns und ja, Herr Nitschgart, das sieht toll aus, wie er da vor dem Monitor steht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, habt ihr entsprechend was für euch mitnehmen können? Einfach mal in den Chat rein, einer 1 bis einer 10. 10 ist gut, 1 war Zeitverschwendung. Eine 8. Okay. Habe ich auch eine 8? Und der zweite Harry, die Neuerungen waren interessant mit 10, okay. Sehr schön. Andreas, eine 10 bis 11. Ja. Ach, aus der Europapokalsiegerstadt. Oh, dann bist du ja noch entsprechend Knülle. Wirst du ja gestern lang gebracht haben durch das Elfmeterschießen. Ja, war natürlich schön. Mal wieder ein deutscher Verein ganz vorne mit dabei. Ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache für alle Fußballbegeisterten. Ne? Auch dann nächstes Jahr wieder erstmalig seit langer, langer Zeit 5 Leute in der Champions League oder 5 Mannschaften. Das ist eine tolle Sache. Gut, aber schweif mal nicht ab. So, als nächstes kommt die Schulung nächste Woche schon, 10 Uhr zum Thema Einführung in die MSU-Software, das Ganze im Magical Interface. Das ist eine Schulung, 3 Stunden für Neulinge, für neue Mitarbeiter. Nutzt die Chance. In 3 Stunden gehe ich mit euch oder mit den Teilnehmern durch das Programm durch. Und
Zeige die absoluten Grundzüge, die man wissen muss zum Kundenanliegen, zum Angebote schreiben, Aufträge schreiben, Artikel anlegen. Was sind die Unterschiede zwischen Stücklisten, Bundles? Mach in 3 Stunden die Leute fit. Nachmittags können die das anwenden und das Ganze für einen schmalen Huni. Ne? Das kriegt ihr intern mit Schulungen nie hin. Behaupte ich mal. Ja, deswegen, wer möchte, nehmt teil, meldet euch an. Die Plätze sind knapp, sind begrenzte Plätze. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Der Uli schreibt noch, Ulrich schreibt noch, darf ich noch eine Frage zu Angeboten und Preisen schicken? Wie kann ich Preise anheben? Meinst du, okay, machen wir mal schnell. Preiserhöhungen in den Artikeln nehme ich an. Das ist natürlich eine interessante Frage. Das gucken wir uns doch mal direkt an. Na? Na, komm, zeig an. Männchen, der will mir gerade hier nicht die Freigabe geben, dass ich euch meinen Bildschirm zeigen kann. Jetzt hämmert. So, also wir gehen mal ins Lager. So, ihr könnt die Artikel markieren, wo die Preise erhöht werden sollen. Im Menü Artikel gibt es dann den Punkt Preise erhöhen. So, hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die Preiserhöhungen vorzunehmen. Ihr könnt sagen, ich möchte gerne einfach nur den Verkaufspreis erhöhen, dann als Prozentwert. Oder als fester Betrag. Das ist das eine. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte den Einkaufspreis erhöhen, auch prozentual oder als Betrag. Oder ich möchte meine internen Kosten erhöhen, prozentual Betrag. Das lässt sich auch alles kombinieren. Oder ihr könnt sagen, also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, pass auf, liebes Programm, ich möchte meinen EK, muss ich um 10% erhöhen wegen der Lieferantenpreise und bitte berechne dann den Verkaufspreis neu. Dabei habt ihr die Auswahl, ob die Marge beibehalten werden soll oder ob die Marge erhöht werden soll. So, Marge kann ich einmal als Betrag beibehalten, also wenn ich bisher als Marge 50 Euro habe, dann kalkuliert das Programm den Verkaufspreis so, dass als Marge immer noch 50 Euro sind. Wenn ihr sagt, nein, die prozentuale Marge soll beibehalten, dann habt ihr beispielsweise 25% Marge. Und wenn das Programm fertig ist mit Einkaufspreis erhöhen und Verkaufspreis berechnen, habt ihr immer noch 25% Marge. Ihr könnt aber auch sagen, nein, die Marge in Prozent soll jetzt nicht mehr 25, sondern soll gleichzeitig auf 30% erhöht werden. Ne? Oder die Marge als Betrag eingeben. Je nachdem, wie ihr das braucht, könnt ihr das hier entsprechend einstellen. Ein Klick und schon habt ihr eine Preiserhöhung durchgeführt und die Preise werden dann neu berechnet. So, da waren keine Preise, da gibt es nichts. Jetzt haben wir nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir nicht geguckt. Also hier haben wir 64,35 netto VK. So, jetzt sage ich, Verkaufspreis will ich nicht neu berechnen, ich will den so neu berechnen. Ich möchte gerne die Marge auf 70%. Ich mache es jetzt mal übertrieben hoch. Zack, und jetzt ist auch der VK entsprechend gestiegen. Wenn wir jetzt mal in den Artikel reingucken, dann steht jetzt hier eine Marge von 70%, weil ich das so definiert habe. Ich habe das Problem, dass die Margen in Prozent bei den Artikeln erscheinen. Wie kann ich das auf Eurobeträge umstellen? Die Frage habe ich jetzt erst gesehen. Hat sich das jetzt gerade mit dem Gezeigten erledigt? Wenn wir hier mal den Stuhl nehmen, meinst du jetzt hier diese Eingabe, dass du das hier prozentual oder als Betrag haben willst? Oder meinst du vielleicht hier im Artikel selber?
Da haben wir 50%, da haben wir einen Betrag. Das ist halt immer beidseitig möglich. Ich kann jetzt sagen 55% Marge, ich kann aber auch sagen, ich möchte hier 30 € Marge haben und dann werden die Prozente neu berechnet. Das ist immer beides eingebbar. So, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob du Magical oder im Classic Interface bist. Wenn ich jetzt mal ins Classic Interface reingehe, Kalkulation, so, da habe ich das aber genauso. Ich kann das hier als Prozent oder ich kann das hier als Betrag eingeben. Das ist immer beides möglich. So, und auch hier im Classic Interface gibt es die Möglichkeit, wo haben wir es denn? Preise, da bin ich doch schon. Preise erhöhen. So, und auch hier kann ich sagen, ich möchte gerne den VK neu berechnen und ich möchte gerne die Marge in Prozent neu vergeben. Ich möchte die jetzt auf 70% setzen. Zack. Und jetzt können wir hier reingucken und dann stehen da auch 70%. So, genauso gut kann ich aber auch sagen, ich möchte Preise erhöhen, berechne den VK neu und ich möchte prozentual erhöhen, Prozent neu vergeben, absolut beibehalten, prozentual beibehalten. Ach, im Classic Interface gab es die Option noch gar nicht mit dem als Betrag vergeben. Meinst du das hier vielleicht? Weil das war im Classic Interface, war das noch nicht drin. Ansonsten, Ulrich, bob, bob, bob. Ich schicke dir dazu eine E-Mail, Ulrich, mit dem Wechsel zwischen Classic und Magical Interface. Da muss man einmal ein bisschen neu gucken, da kriegst du nochmal separat Infos von mir. Ja, wäre das erstmal okay? Gut. Okay, so, also Termin, nächste Schulung, nächsten Mittwoch haben wir. So, das nächste kostenfreie Webinar ist dann wieder zum Thema Überblick über die MSU-Software. Dienstag, 7. Juni und anschließend am 9. Juni dann wieder ein Hot Seat mit mir. Nächster Workshop. Bei den Workshops sind ja gerichtet an Unternehmer, ne? Wichtig ist, ein Unternehmen wird niemals erfolgreicher als die Persönlichkeit eines Chefs. So, dementsprechend gibt es dann den Workshop Leadership. Ne? Da geht es dann halt um Unternehmensführung und Strukturierung. Das ist dann mit dem Christian, 3. 4. Juni. 10 bis 17 Uhr steht da, ist aber natürlich mit einer entsprechenden Pause versehen. Ja, kann ich nur empfehlen. Auch hier gibt es nur begrenzte Plätze. Meldet euch an, um euch auch persönlich weiterzuentwickeln oder Ideen von den anderen mitzunehmen. Ne? Alle Infos findet ihr nochmal auf msu.de/msuacademy. Ne? Da sind mal die Infos. Da könnt ihr dann euch auch anmelden, um euch einen entsprechenden Platz zu sichern. So, allgemeines Feedback zu den Webinaren und der Durchführung bitte immer an Christian schicken. Wenn ihr nochmal Nachfragen habt, diese bitte immer direkt an support@msu, damit sie nicht den Umweg über Christian laufen. Der guckt da nicht permanent rein, bis das dann weitergeleitet wird, bei uns landet. Ist mal ein bisschen Verzögerung, deswegen immer direkt uns im Support anschreiben, wenn ihr Supportfragen habt. Jo, damit sind wir durch für heute. Ich danke euch für eure Teilnahme, für eure Fragen. Freue mich, dass ich euch da weiterhelfen konnte. Wünsche euch weiterhin, ja, noch eine schöne Restwoche, genießt das Wetter. Viel Spaß mit eurer MSU-Software und ja, wir hören oder lesen uns. Ciao, ciao, euer Sebastian.